Können wir mal schauen. Herzlichen Glückwunsch mit dem Triple. Vielen Dank. Wie ist das Gefühl auf diesen Moment? Es ist unbeschreiblich. Also Wahnsinn. Das erste Jahr in Frankreich und dann direkt das Triple. Also ich bin überglücklich und einfach stolz, Teil dieser Mannschaft zu sein. Ja, vergangenes Jahr standen Sie ja an der anderen Seite, das Finale verloren, heute dann gewonnen. Wie, das ist eine Revanche auf sich selbst ungefähr? Ja. Jedes Spiel ist anders, von daher bin ich einfach glücklich und genieße diesen Moment heute Abend. Und wir werden sehen, was in der Zukunft noch passiert. Ja. Du bist ja auch ganz direkt gewählt als Spielerin des Tages. Du warst ja überall auf dem Platz zu finden. Ja, es war ein sehr intensives Spiel. Es war kein leichtes Spiel, das wussten wir von vornherein. Es wird ein Fight, aber ich denke, es war ein sehr gutes Spiel für die Zuschauer. Und das ist ein Finale und am Ende waren wir glücklich, aber wir haben halt die Elfmeter auch eiskalt verwandelt, ja, und sehr souverän, von daher Kompliment an die Mannschaft. Was geht einigen so in eurer Mannschaft um, wenn da Alex ganz schnell ausfällt? Das wird natürlich nicht drauf gerechnet. Ihr habt ja ein gutes Kader. Ja, natürlich. Wir haben einen Top-Kader, wir haben super Spielerinnen, die leider dann auch auf der Bank sitzen müssen. Natürlich ist es ein Verlust, wenn Alex sich verletzt. Aber wir wissen, wenn eine Spielerin nachrückt, dass sie auch auf diesem Niveau spielt. Von daher Kompliment an alle, weil wirklich alle 100% geben. Sie haben ja auch in Deutschland gespielt, nun können Sie mal vergleichen mit Frankreich. Wie sind die zwei Ligen? Ist die deutsche Liga auf den Moment ausgeglichener wie die französische? Und gibt es da nur drei Top-Mannschaften oder wie sehen Sie das? Also ich muss sagen, natürlich ist in der Breite die deutsche Liga besser. Aber in der Spitze hat man heute auch gesehen, dass eben die französische Liga einfach stärker ist. Die zwei Teams verdient im Finale standen. Und von daher denke ich, wird einiges passieren, weil nächstes Jahr spielt Montpellier in der Champions League. Deswegen, ja. Und steht Olympique Lyon professionell weiter noch in Deutschland? Also ich muss sagen, ich habe noch nie Frauenfußball so professionell erlebt wie in Lyon. Der Präsident, der steht voll hinter uns. Der macht wenige Unterschiede zwischen Männerfußball und Frauenfußball. Der steht zu 100% hinter uns und von daher. Und wie geht es nun für dich weiter? Also gibt es ein, zwei Wochen ein bisschen Pause und dann die Nationalmannschaft? Genau, jetzt heißt es erstmal runterkommen, erholen und in zwei Wochen geht es ja schon weiter mit der EM-Vorbereitung. Von daher jetzt Familie genießen, ja, Urlaub genießen und danach Vollgas geben für die heute. Bundestrainerin Steffi war ja auch hier, die hat sich überzeugen können, dass es gut läuft. Wie sehen Sie die Gruppe mit Schweden? Sind wir Deutschland, Schweden, Italien, Russland dabei? Ja, es wird nicht einfach. Schweden war unser Olympic-Gegner. Von daher wird es sehr spannend, aber wir müssen einfach von Spiel zu Spiel schauen, gut ins Turnier starten und dann werden wir sehen, wie es dann verläuft. Ja. Letzte Frage. Frankreich kann natürlich auf ganz viel Automatismen rechnen mit Olympique Lyon-Spielerinnen und deine Mannschaft, Kameraden. Könnte kommen in Twente, ganz kurz an die deutsche Grenze, zu einem Spiel Deutschland-Frankreich. Ja, natürlich wäre das ein Top-Spiel. Ich würde mich natürlich freuen, ich liebe große Spiele, von daher, aber wenn es soweit ist, dann werden wir es sehen, wir können es nicht im Voraus sagen. Nein, okay, dann würde ich sagen, genieße den Triple heute und wir sehen uns bestimmt in den Niederlanden. Vielen Dank. Dankeschön.